Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Heute mit den Ergebnissen von der letzten Purge hier in München. War eine kleine Mini-Purge, 24 Stunden, bisschen länger. Hier steht sogar 28 Stunden. Anlässlich des Events und Botokel und sowas gab es eine kleine spontane Tour, dank Philipp. Shoutout und Grüße an Philipp. Checkt die Map ab, spendet ihm, unterstützt ihn. Ohne ihn hätten wir echt gar nichts. Und jetzt zeige ich euch mal die Ergebnisse. Dann habe ich hier noch eine interessante Statistik. Die gehen wir auch nochmal durch, was alles gespawnt ist und wie oft und sowas. Und jetzt muss ich erstmal ganz kurz die Sachen hier wegschicken. Okay. So. Ein paar echt coole Sachen dabei, auf jeden Fall. Ich bin vielleicht was ein, also muss nicht unbedingt zeigen, wie ich die gefangen habe. Kann einfach nur die Ergebnisse zeigen, denke ich mal, diesmal. Und der Bug, dass man, wenn man irgendwas verschickt, dann wieder nach oben landet, ist ziemlich nervig. So, der letzte Spawn, warte, den muss ich auch noch verschicken. So, und wieder oben gelandet. So, der letzte krasse Top-Spawn war ein Evoli 100, Level 35. Ich habe zwar schon echt eine Menge Evolis 100, aber Level 35 nehme ich gerne mit. Das spart so viel Staub, das glaubt man kaum. Wenn ich den jetzt auf Max pushen will, muss ich nur noch 10 Mal pushen. Für jedes Level 2, also 10 Mal nur noch. Also ich nehme eigentlich gerne von jedem einen 35er mit. Samutsu kam auch ein paar. Zum Glück habe ich noch einen bekommen am Ende. Viele verpasst. Hab echt nicht mehr dran geglaubt. Und der war echt am Arsch der Welt. Hinter zwei Zäunen. Ihr wollt gar nicht wissen, was ich für den gemacht habe. Dann noch ein Wampel. Wampel hole ich mir immer gerne. Vor allem, weil es bisher keinen Trick gibt, um die zu entwickeln, gezielt zu entwickeln. Das heißt, ich muss auf Glück hoffen. Das heißt, ich brauche so viele wie möglich, damit ich genug Chancen habe, dass ich beide dann bekomme auf 100. Ein paar 98er Bummels sind gekommen. Leider kein 100er. Der beste war, glaube ich, der hier. Ich weiß gerade gar nicht, welches Level der hat. 33, 34, glaube ich, irgendwie sowas. Also ziemlich hoch, den werde ich auf jeden Fall entwickeln. Ein paar Entwicklungen werde ich wahrscheinlich in einem anderen Video machen. Heute nur ein kurzes Video, wo ich über die Ergebnisse der Purge rede. Zickzacks. Ihr wisst, habe ich beim letzten Mal verpasst. Ich stand genau bei ihm. GPS hat gesponnen und dann leider nicht mehr aufgetaucht. Wie gesagt, mehrere Bummels, der ist auch relativ hoch. Und ein Kleinstein kam, überraschenderweise sehr gut. Ich habe bisher nur einen 100er Kleinstein. Ein paar 98er, 96er, aber noch einen für die Armee ist echt nicht schlecht. Pikachu mit Hut auf 100 habe ich zwar bereits, aber der hat halt geschenkt als Attacke. Falls es Leute gibt, die auf sowas achten. Übrigens, kleiner Tipp: Ihr könnt jetzt eure Pikachus, eure anderen Pikachus, zum Beispiel nicht Weihnachts-Pikachu, auch geschenkt beibringen mit TMs. Ist vielleicht ein Bug. Also, sprich, das könnte sehr selten werden, wenn die es irgendwann mal fixen. Dann habt ihr zum Beispiel einen 100er mit Ash Cap und der kann geschenkt. Also, falls ihr das machen wollt, macht das jetzt. Mir ist das eigentlich vollkommen egal. Vielleicht mache ich einen. Ah, schauen wir mal. Ah, okay, so schaut man das gar nicht nach. Einen kann ich schon machen, wieso nicht? Moment. Oh, hier. Fast TM. Dann Pikachu. Und ich habe nur einen mit Ash Cap. Oh. Und ich habe auch nur einen Partyhut. Aber dem kann ich zum Beispiel geben. Ein Halloween Pikachu. So. We forget Quick Attack. Ja. Und Geschenk gelernt. Bam. Jetzt kann ein Halloween 100er Geschenk. So, was haben wir noch so gefangen? 100er Botokel natürlich. Noch ein paar Inekos, weil wir so eine Ineko-Verrückte im Auto hatten. Wampel, wie gesagt, Wampel kann man nie genug haben. Mehrere Makuhitas, Level 35, die sind krass. Die entwickle ich auch demnächst in dem Video. Dann habe ich genug krasse Makuhitas. Für den Vergleich, mach mal Makuhita. Beziehungsweise Hagiyama. Dann, ja, wie gesagt, Merkel 98er. Der ist auch krass. Medi-T. Level 34 ist er, glaube ich. Also über den habe ich mich auch krass gefreut. Dann Schnäppke. Schnäppke übrigens seltener als erwartet. Leider kein Shiny 100er dabei. Der ist auch Level 30, glaube ich. Also relativ hoch. Das ist einer der Highlights. Barsch war 96, kein 100er, aber der ist so selten. Leider ziemlich low, aber das ist momentan mein bester. Die Starter dann, Flamely, Gekka. Und
Hydropi leider verpasst, Trassler leider auch verpasst. Kam 2, 2 Trassler, 2 Hydropi. Ein Trassler sogar Level 35, das war bitter. Und dann der Typ, der einzige von den 9, der kam. Und Schnappgehalt, weil die anderen kamen so gar nicht. Der Krebs, der Piranha, dieser Libiskus kam nicht. Was kam sonst noch nicht? Also die ganzen 9 kamen echt gar nicht auf 100. Sondern halt echt nur die Starter und das war's eigentlich auch schon. Ja, yeah. Das war's auch schon. Also demnächst ein paar krasse Entwicklungen. Ein paar Makuhitas. Den werde ich wahrscheinlich auch entwickeln. Botokel auf Max pushen auf jeden Fall. Mediti und Bummels, ja. Also im Verlauf der Woche kommen da ein paar krasse Entwicklungen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal ein paar Werte an, ein paar Statistiken. Also, Start war am 22. um 21 Uhr. Lief 28 Stunden bis zum 24. um 1 Uhr in der Früh oder Nacht. Und es wurden gescannt 1.464.988 Pokémon, okay? Davon waren 556 Hunderter. Erwartet wurden nur 358. Also durch das Event, durch das Wetter und so, beste IVs, kamen mehr Hunderter als erwartet. Das meiste war Schlupuk mit 64, 28 wurden nur erwartet. Aber wegen dem Wetter, der Skift, glaube ich, der kam echt sehr oft. Dann Roselia, Seemops, überraschenderweise. Mushas, Botokel, kam 12 und 20 wurden erwartet. Das ist krass. Zickzacks kam sogar 30. Einen davon habe ich zum Glück endlich erwischt. Makuhitas kamen sehr viele, 39. Flamely kam sehr oft, der meiste von den Startern bei uns. Und ansonsten, hier Schnäppke, 10 wurden erwartet, nur 8 sind gekommen. Bisschen enttäuschend. Mediti 6, okay. Sonst Samurzel auch 6, okay. Hydropi nur 2, 4 wurden erwartet, echt schade. Und Gekkabor, 3 wurden erwartet, 5 sind gekommen. Okay. Rosana, leider, fehlt mir noch. 1 gekommen, 1 erwartet, 0 gefangen. Echt sehr schade. Ansonsten hier alles einmal erwartet und ist auch ungefähr einmal gekommen. Evoli einmal erwartet, einmal gekommen. Level 35, das ist krass. Bummels, einen erwartet, 0 gekommen. Leidend. Trassler 2 erwartet, 2 gekommen, okay. Bisasam 2 erwartet, 6 gekommen. Aber wir haben auch gerade ein krasses, großes Bisasam-Nest. Ansonsten die ganzen Sachen, da hat mich kaum was interessiert. Und hier die seltenen Sachen, wo 0 Sachen erwartet wurden. Sind zum Beispiel 2 Traumvögel gekommen, das interessiert glaube ich keinen. 2 Onyx sind auch hier irgendwo gekommen. Hier genau, 2 Onyx, schade, leider keinen davon erwischt. Und einen Kleinstein, den haben wir uns geschnappt. Es kam sogar ein Maholo, das habe ich gar nicht mitbekommen. Oder habe ich den? Boah, weiß ich gar nicht mehr. Nee, ich habe es euch gar nicht gezeigt, nee, den habe ich nicht. Aber von denen habe ich eh genug, also echt eine Menge Sachen. Warte, irgendwas Interessantes war glaube ich noch. Ein Magma, glaube ich. Steht, und Pinsir, ja, Pinsir, da sind wir auch hingefahren, aber der hat sich leider wegen dem Wetter, bevor wir angekommen sind, wieder geändert. Das war leider für die Jungs, die hatten noch keinen. Aber das war so die Auswertung der Spawns von der Perch Night. Der Mini-Event, Weihnachts-Perch Night, was auch immer. Demnächst werden wahrscheinlich wieder ein paar folgen. Barsch war sehr selten bei uns. Also 100er Milotic, das wird eine Aufgabe. Trassler leider verpasst, Hydropi leider verpasst, aber ein paar coole Sachen mitgenommen. Die werden demnächst in einem Video entwickelt. Ich freue mich schon auf Bummels und Makuhita, die paar auf Level 35. Und Mediti auch. Und eigentlich auf alles. Neue Entwicklungen, neue Pokémon, das würde mich echt freuen. Aber das war's von mir. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Schöne Feiertage wünsche ich euch noch. Und folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.